Ich meine, es gab die Zeit, wo keine Jugendarbeit betrieben wurde, weil in der ersten Liga du konntest mit 10, 12 Ausländern spielen. Was ist passiert in der Nationalmannschaft? Ging es steil bergab. So. Und dann haben die gemerkt, okay, wir müssen da irgendwas tun, damit die Nationalmannschaft auch funktioniert. Jugendarbeit, 6-6-Regel in der ersten Liga. Und seitdem funktioniert es auch wieder. Du hast 7 NBA-Spieler zwischenzeitlich gehabt. Nationalmannschaft ist erfolgreich. Du musst das Fundament, auch wenn das ein hartes Stück Arbeit ist, aber da musst du ansetzen.